Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu 7 Tage, 7 Nächte und freue mich schon auf die Botschaft, die gleich bei uns hier auf dem Tisch liegen wird mit unserem Montagsdeck, dem Botticelli Tarot bei Los Garabeo und dem schamanischen Traumorakel von Alberto Villoldo und Colette Baron Wright. Und wir fragen natürlich auch noch die Mondrunen, weil eine klare Kante mit den Runen, die ist immer gut und ergänzt die Botschaft nochmal aufs Wunderbarste sozusagen. So eine Rune kann halt auch das Gesamtbild nochmal verändern, gell? Ja, und ich freue mich, dass wir alle wieder hier gemeinsam sind, voller Elan und Tatkraft in die neue Woche starten. Und ich begrüße natürlich auch von ganzem Herzen alle die, die neu dabei sind und gerade auf unsere wundervolle Community stoßen. Herzlichen Dank ja, für alle neuen Abonnenten bzw. bei allen neuen Abonnenten für euer Abo. Damit unterstützt ihr meinen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich auch für alle, die mir liebe Kommentare und Likes dalassen. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, lasst uns gut gelaunt in die Karten starten, gell? Und schon geht's los. Ihr da oben, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Welche Energie steht uns denn jetzt gerade zur Verfügung? In welcher Energie befinden wir uns? Derweil, das ist unsere erste Position. Was ist? Und da haben wir sie auch schon. Oh, oh, oh. Quasi gesehen, wir sind in einem Engpass. Okay, wir haben die 8 der Schwerter. Das heißt, im Moment liegt hier so eine gewisse Befangenheit in der Luft. Die 8 der Schwerter ist hier im Botticelli-Tarot dargestellt, eigentlich sehr positiv. Also sie erinnert uns auch daran, die Möglichkeit zu sehen, weil wir haben hier 7 Bäume, die sind in ihrer Erdung, die haben einen Stamm und die haben eine Krone und die sind angebunden. Und vor jedem Baum ist ein Schwert in die Erdung gebracht. Also das ist so ein geerdeter Verstand. Ne? Man weiß das vielleicht auch. Man weiß, ich kann vertrauen. Man weiß, ich bin genährt. Ne? Meine Energie fließt und ich bin verbunden. Man kann das eigentlich wissen, aber man tut es nicht. Ne? Weil wir haben hier einen einzigen Baum und an dem steht der Mensch. Das ist ja schon mal wieder ein Sinnbild. Ne? Alle Bäume sind in ihrer Kraft, sind in ihrer Gesundheit. Nur der Baum, wo der Mensch dran steht, der hat keine Krone. Na, das heißt hier auch so, dass diese Person hier die Anbindung verloren hat. Ja, da kannst du dich jetzt selbst fragen, betrifft dich das auf irgendeiner Ebene der Zeit in deinem Sein, wo du das Gefühl hast, du bist in einer Situation, wo dir irgendwie so ein bisschen der Draht nach oben fehlt. Ne? Aber man sieht hier, das Schwert ist ja da. Ne? Also man kann sich hier auch selbst befreien. Na, das ist vielleicht auch die Aufforderung dieser Karte, aber wir schauen jetzt erstmal, was die Mondrunen dazu sagen. Weil die Mondrune kann alles verändern. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune bezeichnet die Person, die ihre Anbindung verloren hat? Und am Baum steht, ich habe ein Herz gezogen. Ja, und es geht hier um den Selbstwert. Ne? Also du darfst dir vielleicht an deinem heutigen Tag die Frage stellen, wo erkennst du hier deinen eigenen Wert nicht? Das Herz mit dem Krönchen, da geht es um die Würde, um den Selbstwert. Du bist mehr wert. Ja? Oder wo lässt du dich an einen Baum binden? Wo wirst du, also ich habe gerade echt, ich habe gerade das Bild im Kopf vor Augen einem Wesen, was ausgesetzt wird, ne, was so abgeschoben wird und wird irgendwo angebunden, ja. Wo fühlst du dich so, ne, dass du dich abgeschoben fühlst, ne, und nicht dazugehörig, weil die Verbindung ist gekappt. Du kannst hier aber leicht zu deinem Schwert greifen. Es ist ganz nah. Du kannst dich hier selbst befreien. Es hat hier etwas mit deinem Selbstwert zu tun. Der heutige Tag erinnert also das Kollektiv daran, wie wertvoll man ist. Ne? Es geht hier heute um den Selbstwert. Wo bist du nicht in deinem Selbstwert? Ne? Das ist hier die große Frage, die man sich stellen kann. Und ich hätte dennoch gerne eine weitere Karte auf diese Situation. Das ist mir hier noch ein bisschen schmal. Ihr da oben, da brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Informationen. Gell? Aha, oha. Fällt er doch raus an einem Montag, der noch sehr verschlafene König der Schwerter.
Ich stelle fest, der fällt in der letzten Zeit sehr, sehr oft. Das heißt, es kann hier auch um ein Gegenüber gehen. Natürlich schaust du jede Kartenlegung in erster Instanz auf dich. Dass hier aber ein König gefallen ist, zeigt, hier gibt es eine Gegenüberenergie. Entweder betrifft es hier den König selbst, dass er hier am Baum steht und sich gerade nicht an seinen eigenen Wert, vielleicht auch an das erinnert, ja, für was er sonst eigentlich immer eingestanden hat, ne? Die Werte, also nicht nur was seinen eigenen Wert betrifft, sondern auch die Werte insgesamt in seinem Leben. Oder es ist ein Hinweis darauf, dass diese Person dich hier an diesen Marderpfahl stellt, ne? Und ja, im Endeffekt ja, entwertet dadurch, ne? Also da fühl für dich rein, fühlst du dich so oder sagst du, das ist er. Das ist er, der König der Schwerter. Der König der Schwerter hat es ja an sich, sehr im Verstand zu sein. Also der kann auch sehr kühl sein. Der ist sehr im kühlen Verstand. Der kann sehr schneidend sein. Der kann auch sehr verletzend sein. Ja? Wurdest du hier verletzt und aufs Abstellgleis gestellt, ausgesetzt, an den Baum gebunden, abgetrennt, ja? Oder hat er sich hier selbst vielleicht auch in seiner Kälte, in seiner eigenen Kälte oder in seinem eigenen Verstand verloren? Ja, das kann auch sein. Was hat er eigentlich für Werte? Hat er die vergessen? Ne? So wird es doch hier schon ein klareres Bild. Da kannst du jetzt drüber nachdenken. So, als nächstes kommt die Energie, die das Feld verlässt. Was geht? Ne? Eine Energie, die geht, die ist ja die ganze Zeit da gewesen. Das heißt, die geht jetzt raus, die kann aber noch drin sein. Ne? Also welche Energie verlässt denn hier die Situation? Ja, da haben wir hier den Hierophant, ne? Und der steht ja für das Gottvertrauen. Der steht ja dafür, also Gott sitzt am Ruder. Es kann sein, dass entweder diese Person, die dann zeitgleich auch diese Person am Baum sein kann, oder eben du selbst, hier das Vertrauen verlierst. Also man kann so sagen, aktuell in dieser Situation läuft es nicht. Das Vertrauen geht raus. Man hat hier das Vertrauen verloren. Jemand hat das Vertrauen verloren in sich selbst, ja, hat vielleicht auch seine Werte vergessen oder vielleicht auch das Vertrauen ins Leben. Hat aber hier das Schwert neben sich. Ne, also der König der Schwerter, wenn er das ist, er könnte hier sein Schwert nehmen und sich eben aus dieser Trennung trennen. Ne, also er könnte die Trennung trennen, er könnte die Trennung beenden. Bei mir kommt deutlich rein, dass bei den meisten von euch es um eine Person geht, der man im Endeffekt nicht helfen kann, weil sie sich in ihrem eigenen Verstand, in ihrer eigenen Kälte verloren hat. Und weil das so ist, hat sie auch kein Vertrauen mehr. Sie hat das Vertrauen verloren, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in sich selbst, ja. Welche Runenkraft nimmt denn der Hierophant noch mit? Die Hera, ne? Also der nimmt den Wandel mit. Vielleicht hat der Hierophant nimmt den Wandel mit. Vielleicht hat sich diese Person, die jetzt letzten Endes hier am Marderpfahl gelandet ist, von einer Entscheidung, die getroffen wurde oder von einem Weg, der beschritten wurde, einen großen Wandel verhofft. Die Veränderung im ganzen Leben. Und das geschieht jetzt nicht. Ne? Also hier fällt jemand so vom Glauben ab. Vom Glauben abgefallen. Mir fällt ein von R.E.M. das Lied Losing My Religion. Ne? Also quasi, ich habe meinen Glauben verloren, meine Anbindung verloren. Ne? Das ist, kommt mir hier ganz deutlich rein. Hier fällt jemand vom Glauben ab. Fühl mal rein, ob es dich selbst betrifft. Ich glaube, bei vielen betrifft es eine Gegenüberenergie. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Ne? Und dann schauen wir jetzt aber erstmal, welche Energie nimmt denn hier Fahrt auf? Das ist ja bisher eine sehr klare Aussage. Ne? Welche Energie kommt rein? Das kann jetzt natürlich sehr positiv sein für die Person, die da am Baum steht. Oder es setzt nur eins drauf. Ne? Weil die Unfreiheit liegt ja hier mit drin. Da haben wir zwei Karten. Da haben wir hier den Buben der Kelche. Das ist schon mal sehr gut. Oh, und wir haben die drei der Stäbe. Ja, ja, da kann man schon fast sagen, ja, hier kommt
eine Energie hereinspaziert, die eine Sanftheit mit sich bringt, wie so ein warmer, lauwarmer Sommerregen. Der Bube der Kelche ist ja eine Energie, also Buben stehen ja immer für Impulse, das ist so ein liebevoller Impuls, Kelchenergie, und es gibt Wasser auf die Mühlen. Als ob hier eine Wunde gekühlt wird. Ich habe tatsächlich Maria Magdalena im Kopf. Ne? Also es ist für mich eine Maria Magdalena-Energie, weil ich habe gerade im Kopf das Bild der Kreuzigung, also diese Kreuzigung von Jesus und das Bild der treuen Maria Magdalena, die bei ihm gewacht hat. Also das kommt mir hier gerade eben auch durch die drei der Stäbe, durch diese weibliche Energie rein, die hier Blumenblüten streut. Ne? Und die nicht von seiner Seite gewichen ist. Also diese Maria Magdalena Energie. Und da kommt mir natürlich auch diese innige Verbindung in den Sinn. Das könntest du zum Beispiel sein, als liebevoller Impuls. Das kann auch sein, dass er sich hier an dich erinnert, ja, oder dass deine Kraft jetzt zunimmt, dass deine Kraft stärker wird. Es kann aber auch sein, dass du längst weißt, dass er hier am Marderpfahl steht und versuchst, ihn über die Impulsebene, also über Zeichen zu erreichen. Ne? Es kann aber auch ganz einfach bedeuten, wenn du das jetzt nicht bist, wenn das nichts mit dir zu tun hat, dass hier so eine heilsame Energie reinkommt. Aber halt nur ganz, also das ist ganz, es ist ein Bube, ja. Das ist jetzt keine Mordsaktion, sondern da ist jemand in seiner misslichen Lage, kriegt es hier nicht geregelt, sein Schwert zu erheben, hat vergessen, dass er ein König ist, ja. Ist hier nicht mehr in seinem Selbstwert, hat überhaupt seine Werte vergessen, hat den Glauben verloren, auch den Glauben an die Entscheidung, die er vielleicht getroffen hat oder den Weg, den er gehen wollte, es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt steht er da und hat die Verbindung verloren, ist völlig unfrei, fühlt sich wertlos, ja, und dann kommt hier so eine heilsame Energie rein. Hier wird ein Kelch gereicht, so ganz sanft, und mit der drei der Stäbe kommt hier so eine positive Überraschungsenergie rein, so eine positive Wende, was ganz Schönes. Also das kann durchaus was mit dir zu tun haben. Es kann also auch sein, dass jemand sich an dich erinnert oder ja, dass du eben in dieser dunklen Zeit, sei es jetzt mal so, wieder einen Zugang zu dieser Person findest, weil es vielleicht immer so ist, weil du vielleicht diesen Menschen dann am besten erreichen kannst, wenn er niemanden mehr hat und ganz tief unten ist. Ne? Dann ist deine Kraft am stärksten, auch wenn du wenig Energie investierst, sondern einfach nur einen liebevollen Impuls setzt, beispielsweise. Und wenn du das nicht bist, kann es ganz einfach bedeuten, dass er hier auf irgendeine Art und Weise kommt, so eine Heilenergie rein. Aber es zeigt noch nicht, dass er hier ablösen wird. Ne? Also liebevolle Impulse durch den Kelchbuben, auch in gewisser Weise durch Zeichen den Kelch reichen und sagen hier, ich bin bei dir, ich gebe dir was zu trinken, ne? Hier an deinem Kreuz, ich reiche dir das Wasser und mit der drei der Stäbe eben die Chance, dass vielleicht die Person diese Hilfe auch annimmt. Also hier werden Blumen gestreut. Ich sehe das überaus positiv. Die drei der Stäbe ist als Zahl der Zahl 34 zugeordnet. Das ist die Überraschungszahl. Vielleicht erhält er hier auch unverhoffte Hilfe von dir oder vom Universum, mit der er gar nicht rechnet in seiner misslichen Lage. Ne? Welche Rune nimmt Fahrt auf? Welche Kraft kommt rein? Die Kenas, und das ist wieder das Zeichen. Ne? Die Kenas ist der Funke. Der Funke ist auch was ganz Kleines, genauso wie die Energie von einem Buben. Ne? Das ist so ein Zeichen, vielleicht auch so ein Hoffnungsschimmer. Und die Kenas ist aber auch der Spiegel. Auch mit dem Spiegel, wenn man den entsprechend in der Sonne dreht, kann man Zeichen setzen. Und sieht auch aus wie ein Auge von der Seite. Ne? Also man wird gesehen, er ist hier gar nicht allein, er wird gesehen, jemand sieht's und kommt und tut was Gutes, ne? Versucht hier vorsichtig auf die Person, die sich so ja, verfangen hat, ne, in ihrem Elend, zuzugehen
versucht, die Hand zu reichen oder ist ganz einfach da. Ne? Das ist auch dieses Beobachten, dieses Draufschauen, ich habe dich gesehen und ich komme dir zur Hilfe, ich bin bei dir und ich reiche dir die Hand, ich reiche dir den Kelch und ich versuche dir hier deine Situation angenehmer zu machen, ja, indem ich die Blumen streue. Es zeigt aber noch nicht die Lösung an, weil bei mir kommt deutlich rein, befreien kann er sich hier nur selbst. Er muss sich ganz einfach daran erinnern, dass er ein König ist. Ja. Wenn du das selbst bist, dann dreh dir das bitte so, dann kommt hier jemand auf dich zu. Aber auch für dich gilt, befreien darfst du dich selbst. Das ist eine spannende Energie. Wir schauen jetzt mal, was uns das schamanische Traumorakel dazu zu sagen hat. Was bei mir eben ganz präsent ist, ist die Energie von Maria Magdalena. Ne? Also für die, die auf die Liebe schauen, da ist jetzt so wieder eine Zeit angebrochen, wo eine Seelenpartnerschaft spürbar wird, weil sich vielleicht auch die Person, die sonst nichts mehr hat, erinnern kann. Ja, das ist also auch möglich. Unsere Karte wird die vom abgehobenen, durchgemischten Stapel sein. Und zwar genau diese hier. Das passt also immer, das gibt's gar nicht. In den Himmel geschrieben, Schicksale. Ja, also wenn man das Wort Schicksal zerpflückt, also das Schicksal bedeutet geschicktes Heil. Das kann man natürlich manchmal nicht verstehen. Ne? Man fragt sich dann, wo ist hier das Heil? Und wo heilt's mich denn? Es tut mir doch nur weh. Ne? Aber es zeigt eben auch das Karmische an. Es ist in den Himmel geschrieben. Es kommt bei mir so rein, dass diese Situation aus gutem Grund so ist, wie sie ist, dass sie so sein soll und dass man es annehmen darf. Und es geht bei dieser Person auch darum, dass sie sich selbst annimmt. In all ihrer Fehlbarkeit. Ne? Auch hier das abgekappte, die abgekappte Throne, Krone, die abgekappte Throne. Wie komme ich denn auf Throne? Die abgekappte Krone und das verlorene Vertrauen. Also das in dem Moment, wo der Baum die Krone verliert, wird er zum Marterpfahl und der Hierophant geht raus. Ne? Also es kann auch sein, dass sich hier jemand selbst geißelt. Aber die Situation braucht's. Es ist in den Himmel geschrieben. Ne? Da haben wir hier noch die Rune Daggers, die ich da erkenne, die ja auch für die Unendlichkeit steht. Die bezeichnet ja die Limnes-Karte, die Rune Daggers. Und ich sehe auch hier noch die Rune Manas. Das hier könnte eine Lagos sein. Also hier will was fließen und auf, das könnte eine Lagos sein. Es geht um Gefühle und es geht um Beziehungen. Ja? Vielleicht hat hier auch einfach jemand den Draht zu sich selbst verloren. Also hier ist jemand total lost, hat sich selbst verloren, fällt vom Glauben ab. Ne? Aber das Gute kommt rein, ganz sanft, wie ein warmer Sommerregen. Bist du das für diese Person? Ja, oder ist es der Himmel, der über diese Person wacht und sie muss ja in dieser Position durch den Schmerz durch und zur Selbsterkenntnis kommen und darf erkennen, dass nur sie selbst sich hier auch wieder lösen kann. Ja, das ist so die Energie des heutigen, nee, der ganzen Woche, Jesus, nee, das ist ja 7 Tage, 7 Nächte, das ist die ganze Wochenenergie. Die untere Karte ist die 8 der Münzen und die sagt, es lohnt sich daran, an dieser Situation zu arbeiten. Also im Endeffekt ist die Botschaft, dass hier aufgeben keine Option ist. Ne? Jemand ist in einer misslichen Lage, aber aufgeben ist keine Option. Unter dieser Flagge steht diese Woche. Also einschließlich der nächsten 7 Tage und 7 Nächte. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Einblick in die Energien verschaffen. Lassen wir es mal so stehen. Und ich schneide wieder rein. Freue mich über eure lieben Kommentare. Bitte lasst mir gerne ein Like da, damit unterstützt ihr mich. Das ist so eine kleine kostenlose Geste eurer Wertschätzung,
wo ihr mir einfach was Gutes tun könnt. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Bis dahin, ihr Lieben. Bye bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.